Komm erstmal rein, keine Spritze geben. Nee, Spritze habe ich auch nicht. Dadurch, dass der Hundezwinger gleich aufgehört hat, können wir es auch gewesen sein. Hier, ich gebe den Verband, wie viel fehlt. Nee, nee, alles gut, ich bin fit. Da vorne ist Munitionskiste. Hier. Warst du das? Ja. Hier ist Heilung. Ich bin fit. Ich habe kein Heilungsproblem. Ja, auf nach Devo, oder? Also der Zwinger können wir gewesen sein. Müssen wir aber nicht. Die Zombies da sind gerade gespawnt und die Hunde. Mhm. Oh Gott, das sind 4 Hunde. Lass rechts rumgehen. Bei mir hier. Ich hab Gas. Nee, Verschwendung. Nutzen wir gleich für den Butcher, geht er schneller. Stacheldrahtfalle und Gas. Der Hundezwinger macht, der hat mir gemacht, ein bisschen Sorgen. Ja, ja. Me too. Das kann sein, dass mein Schuss daneben gegangen ist und bei denen eingeschlagen ist. Weiß man nie. Wieso ist die Scatter hier offen? Das ist immer offen. Meistens. Was ist hier? So, Leiter hoch hier. Meistens ist er ganz unten im Keller. Soll ich wieder mit der Dolch? Ja. Oder erstmal im Nahkampf eine knöseln? Ich glaube, ich schmeiß mir erstmal die Stacheldrahtbombe in den Nacken. Ich bin am Brennen. Heil dich. Hab ich. Wo dran? Wo dran? Zombie, der draußen war. Okay. Ich hol dich gleich hoch. Ja, alles gut. Nee, oder? Aber es war wirklich ein Zombie. Ja, ja, es war ein Zombie. Grunt. Na, warte, ich hol dich erst hoch. Wo ist denn der Zombie? Draußen, ich bin draußen. Ja, ich bin bei dir. Ja, okay. Ich weiß nicht, wo der ist. Folge mir einfach, bleib einfach hinter mir. Komm mit. Heil dich nicht hoch, du kriegst gleich alles wieder. Nee, nee, ist rein, ja, ja. Hab ich vor. Töte ihn eben. Oh, ich habe den Bug, dass ich den Ladebildschirm habe.
Oh, fuck. Nice. Auto-Aiming, ja? Ja, wir gehen dann mit dem Butcher zum anderen Boss. Boah, ich hab ne Blutung. Der ja, scheiß Stacheldraht. Leckt mich doch, das darf alles nicht wahr sein. Aber jetzt ist das Auto-Aiming weg. Sehr schön. So kriegt man es wieder weg. Hier ist eine Heilung, wenn du brauchst. Ja, alles gut. Echt jetzt? So, gucken wir, ob uns beiden das gleiche passiert wie mir und meinem Schatz. Was denn? Beide Bosse getötet, gehen zum zweiten Boss, hoffen da irgendwelche Nitro-Spiele, die das ganze Spiel nichts gemacht haben. Aimen uns beide mit Headshot weg. Aha. Na gut, wir warten jetzt erstmal. Geh mal ein bisschen nach draußen. Wo ist die Kartoffel hier? So ich auch gerade. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Teufel ist die Kartoffel. Oh, die Hunde habe ich erstmal. Das ist ein Soundbug, hier ist keine. Oh, Soundbug. Hier sind noch Munition, wenn du brauchst. Bei mir. Ah, guck mal hier. Tumor Upgrade. Ja, nice. Aber warte mal, da ist Heilung. Ich werf dich da mal im Map, was der Schaden. Auf den Teammate. Bleib mal stehen. Töte mich nicht, Bro. Wir waren Freunde. Aua. Okay, ein voller Balken ist zu zwei Dritteln weg. Ein großer. Ja. Komm mit, wir gehen runter. Ne, da ist das Staffeldraht, da gehen wir nicht runter. Wir gehen hier runter. Und was siehst du? Also im Umkreis ist nix. Okay. Wir müssen jetzt nur Richtung Süden. Ja, alles klar. Alles frei. So, die Hunde da habe ich getötet. Miha Gaming, hi, grüß dich. Moment. Ist nix. Ich höre doch eine Sängerin. Rechts auf der Straße. Ja. Jetzt Obacht. Soll ich absuchen? Na, du kannst einfach auch gucken.
Oh, das war aber Missabsprache. Ich dachte, du machst den. Also ich such mal ab. Naja, wir kriegen dann eh neue 15 bekommen. Ja. Nix, ich sehe nix. Wir können uns benehmen wie die Wildsäue. Ja, wir gehen dann im Süden raus, ne? Ja. Nimm die beiden Gebiete noch mit. Alter Schwede. Was denn? Lass über Stillwater, Chapelle und dann im Osten raus, weil in den Gebieten waren wir noch nicht. Ja. Da sind bestimmt noch die Dicken da. Welche Waffe ist das? Du meinst die, die ich jetzt habe? Das ist eine Mosin Nagant mit Bajonett. Ist gut für alle Fälle. Das Bajonett ist halt sehr griffig. Das ist auch noch schon wieder eine singende Tante. Ach, die hat mich doch vorhin genervt. Jetzt bist du fällig, Fräulein. Ab in Osten. Hunde, schussbereit? Ja. Stillwater runtergehen. Hab noch 4 Schuss, ich wechsle mal auf die Dolch. Da habe ich noch ein bisschen mehr. Ist auf rechts sind Hunde. Guck dann ruhig zwischendurch, ne? Das ist doch nur irgendwas. Oh, Hunde kommen, Hunde kommen. Von links. Waffe ist leer. Wow. Ja, der war hinter noch mehr dir. Hunde. Ist jetzt nicht dein Ernst. Ich habe noch einen Schuss. Alter, und die Pistole ist auch leer. Aber wir suchen gleich in Stillwater nach Muni. Ich habe noch ein normales Heilpäckchen. Brauchst du was? Nee, nee, alles gut. Was war das denn? Glühstrumpf, danke. Das war Alter, nice. Schwede, okay. Wir waren beide auf. Vielleicht 3 HP oder so. Beide wären wir jetzt gestorben. Mit 2 in der Hand. Vorbeigesprungen. Alter. Das war ja echt eng. Als Tipp, Astrak. Was denn? Wenn wir jetzt Munition suchen. Lade deine Dolch erst nach, wenn du 10 Schuss hast. Nicht vorher, weil du immer wieder eine Kugel verschwendest. Weil du kein Bullet Bar warst. Mhm. Warte, ich töte die halb. Ach, guck mal, wer da ist. Der kriegt eine Gasgranate. Viel Spaß damit. Guck mal hier wegen Munition. Ich geh mal in den Keller wegen Munition, ne? Hast du hier oben welche gesehen? Nee, deswegen gehe ich in den Keller. Hm, verstehe. Keller ist eigentlich immer weg. Hier ist blaue für deine Dolchbänke. Hier ist auch Mosin-Munition bei mir. Komm mal runter zu mir. Sofort. Da ist ein gelbes und blaues Päckchen.
Hier oben ist Munition. Ja. Erst nachladen, wenn du 10 Schuss hast oder so. Auch bei der Musin, erst wenn du 5 Schuss hast. Sonst verschwendest du immer. Deswegen solltest du dir gleich wahrscheinlich den Bullet Bomber traden. Mhm. Ja, wenn du hier runter gehst, die Treppe, wo ich bin, ist Munition. Mit Bajonett ist nicht so gut, die Tür zu öffnen. Einfach Fenster. Ich weiß nicht, warum wir immer alle die Türen einschlagen wollen. Weiß ich auch nicht. Hast du das bestimmt nicht? Ja. Komm mal hier mit runter, Asrak. Dann links, da ist eine Kiste. Mhm. Und oben in Chapelle ist Munitionswagen, wo wir jetzt hingehen. Ja, da wären wir fast beide gegen Grunts gestorben. Ist unglaublich, gell? Die Hunde, ey, die können einen fertig machen. Ja, da kam man von allen Seiten. Der eine ist halt zum Glück vorbeigesprungen, deswegen konnte ich mir eine Spritze geben, das war ich drin gewesen. Ey, der ist noch ein Fetti. Da hingelaufen. Lol, ist der da ernsthaft runtergelaufen? Hä? Hä? Hier ist noch Munitionskiste. Ist der dicke? Ja. Wo ist denn der jetzt? Ich glaube, das ist der hier. Ja, hier ist er. Ich jage ihn gerade. Lol, wo läuft der denn lang? What the fuck? Was tust du? Achtung, Vorsicht, Feuer! Wow. Ist tot. Warst du das? Das war ich. Ich wusste nicht, dass das Ding sofort hochgeht. Mit der Mosin ja, weil du 100 Schaden machst. Gut zu wissen. Ich bin so Windfield gewohnt, dass du mal so eine gute Waffe gar nicht irgendwie auf dem Schirm hast. Hi Jungs! Au, Ja, du bist mal wieder voll in den Säbel rein. Er schafft es immer wieder. Hat der mich aufgespießt? Nicht heilen, da ist ein Wagen gleich, ein Supplies. Sind wieder Hunde irgendwo. Wunderbar.
sind wieder Endgegner. Zwei Stück. Kartoffel und ein Fettchen. Der Fetti kriegt erstmal eine Leuchterscheinung. Ach nee, du hast dieselbe Idee. Wie geil ja, ist das denn? Dieses aber. Ah ja. Ja, bleib hier. Danke. Bitte, ich wollte dich nur mal anschießen lassen, wenigstens mal einen Schuss abkriegst die Sonne. Danke. Dass du noch weißt, wie es sich anfühlt. Sehr aufdringlich, vielen Dank. Wusstest du, dass die Pferde jetzt blühen? Nur wenn du gegenschießt. Nee, es geht auch mit dem Stechen. Die armen Tiere. Ach, war ja langweilig. Fräckig Zuckernacht. Ist auch geil. Diese Lache, richtig herzerwärmend. Ach, meine. So, jetzt weiß ich auch, worüber ihr lacht. Das ist ja das. GG, mein Lieber, GG. Das war ja jetzt eher so PvE, ne? Ja, okay. Aber wir wären fast dran gestorben. Ja, ja, das ist der Witz dabei. Wir wären beinahe von den Hunden gestorben. Ich bin einmal umgemacht worden von einem Grunt. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Das gibt jetzt richtig Geld, ne? Ja, 800, klar. Butcher killed, gibt da nochmal richtig Geld. Wirklich so eine PvE-Runde gewesen. Oh, Hunde haben wir viele gemacht. Ja, da kamen ja schon 10 Stück auf dem Feld. Wir hatten halt auch die falschen Waffen für die Hunde. Ja, nichts Schnellfeuermäßiges. Ja, und keine Shotgun und so. Mein lieber Mann. Mal gucken, ob wir direkt Level 25 fliegen. Da war, glaube ich, eng. Auch viele Meatheads mit 5 Stück. Kurt Drummer. Ja, moin, moin. Grüß dich, mein Lieber. Ja, das wird ein 25er. Meinst du? Oh, 24. Ich hab mit einem angefangen. Ja, ich auch 24. Denk dran, dass du dir Bullet Grubber holst. Ja, mache ich jetzt als erstes. Weil du halt zwei Waffen dafür mit hast. Ja. So, als nächstes wird bei mir freigeschaltet. Die Mosin. Mosin Nagat Automat. Alles klar. Die ist jetzt, glaube ich, schon frei. Nee, noch nein, nicht. Nein, kommt erst noch. So. Er will mir noch zeigen. Ich habe den Active, okay. So, wo ist der Bullet Grubber? Bullet Grubber. In die Hagening, vielen Dank für den Haus. Dankeschön. So, das brauche ich. Ein Packeselchen wäre schön. So, was können wir denn noch Gescheites mitmachen? Doktor? Ist Doktor interessant? Zwei? Ja, ist es.
gell? Machen wir das. Packmühle ist halt auch wichtig, wenn du es noch nicht hast. Ja, hab aber ich hast jetzt, hab ich. Dann hat Greyhound Depanination und Physiker das auch ganz gut. Ja, habe ich alles. Ja, dann passt das. Ja, so. Doktor ist halt auch geil. Ja, also. Zwei Vitali-Shots, dann ich gehe nicht ohne Firebomb aus dem Haus und ich hätte jetzt gern eine Stachelkartbombe. Ach, was mache ich denn da? Doch, war richtig. Sollte der Hunter diese Runde jetzt überleben, ja, dann retire den einfach, dann bist du Level 100, dann kannst du dein ganzes Geld ausgeben für Aftomats, kannst du ein bisschen Automatik spielen und dann kannst du Prestige drücken. Ach, na dann.